So, letzte Woche war ja so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Mutterschiff. Das ist jetzt dran. Ja, Mission 6 ist dann die mit dem Mutterschiff. Sagen, bleibt alles wie es ist. Direkt rein ins Spiel. Bereite dich vor. Ja. Hier ist wieder erstmal abschießen. Und am Ende das Mutterschiff abschießen. Geht zum Glück relativ schnell mit den entsprechenden Waffen. Da ich die so konfiguriert habe, wie sie jetzt sind, geht das sogar noch ein bisschen schneller. Weil, ist so. Die machen einfach ausreichend viel Schaden und das Mutterschiff hat immer so denselben Angriffsrhythmus. Da kann man sich gut drauf einstellen und das macht es sehr leicht, dieses Mutterschiff zu besiegen. Auch wenn es natürlich sehr viel schießt und sehr, sehr mächtig schießt vor allen Dingen. Ah, ja. Passiert. Bereite dich vor. Direkt wieder rein. Sind dann doch sehr viele Gegner. Ja, mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen runtergehe mit der Geschwindigkeit gleich. Ah, erstmal wieder normal. Nee, es müsste eigentlich auch so gehen. Ist noch nicht so ganz schlimm. Ja, mal wieder nichts zu erzählen, aber so ist das halt. Hinten rum vorne. Gleich nochmal ein bisschen gucken. Da soll man so drauf achten. Von den Seiten kommen die natürlich auch. Ups. Und die sind eben nicht mehr mit einem Schuss zu erledigen, wie die anderen. Aber wenn man sich da an den Rhythmus angepasst hat, ist es eigentlich auch kein Problem. Eigentlich. Gut. Das Mutterschiff will ja auch verdient sein. Ja, selbe Spielchen. Jetzt ist das mit dieser Maus schon... Ich raff's nicht. Ich raff's einfach nicht. So. Ich glaube, das ist, weil ich im Fenstermodus spielen muss wegen der Aufnahme und die... Die Maussteuerung rutscht dann eben raus, wird eben aber nicht weiter angezeigt. Anders als bei Minecraft, wo der Mauszeiger gefangen wird. Naja gut, schon drauf achten, kann man sich dann gewöhnen. Ja, ich komme aber überall. Naja gut. Schauen wir mal. Einstellen kann man es leider nicht. Ich habe da extra nochmal geschaut, aber das scheint wirklich ein Bug im Spiel zu sein. Oh. Und das scheint ein Bug in der Aufmerksamkeit zu sein. Gut. Bereite dich vor. Ich sehe schon, es wird heute wahrscheinlich nur eine Welt gespielt werden, eine Mission. Das Rendern dauert doch immer relativ lange mit meiner alten Mühle hier. Weil es zum Glück erstaunlich flüssig läuft. Also es läuft generell relativ flüssig, das Spiel. Aber auch mit der Aufnahme, da bin ich eigentlich sehr begeistert, dass es so gut funktioniert. Ich verlinke in der Beschreibung einfach mal mein Aufnahmeprogramm, das ich benutze. Weiß nicht, ob es das auch für Windows gibt oder so. Auf jeden Fall ist es unter Linux sehr angenehm zu nutzen, dieses Tool. Wenn man es dann erst einmal eingerichtet hat mit Pulse Audio und allem drum und dran. Und dann funktioniert das auch mit der Aufnahme. Nachbearbeitung mache ich wohl wie fast jeder in Order City. So. Ja. Ich denke, ich beschränke mich hier mal aufs Ausweichen heute. Da hat schon wieder gekracht. Wow. Ja, gut. Okay. Auf ein neues. Bereite dich vor. Und all das nur, um dieses Mutterschiff abzuschießen. Was, wie gesagt, relativ harmlos ist eigentlich. Aber dafür schickt es ja auch eine Armee an Gegnern vorweg. Bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir ein anderes Schiff kaufen sollte. Dass ich da noch ein bisschen dickere Waffen draufstecken kann.
weil das jetzt erstmal die Mission zu Ende gespielt wird mit dem Schiff. Und dann schaue ich mir das gleich mal an. Und dann gucken wir mal. Jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein. Langsam reicht's. So. Zeitlupe-Action. Ja. Trotz Zeitlupe. Sehr gut. Okay. Okay. Alles in Ordnung. Auch ein neues. Bereite dich vor. Ich bin vorbereitet. So. Ist dann wieder Normalgeschwindigkeit. Tja. Ah, ich bin schon ein bisschen weitergekommen. Das ist, glaube ich, ganz schön. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Eieiei. Was für eine Aktion. Eieiei. Bam. Geht doch. Ah. Ach. So langsam. Auch ein neues. Bereite dich vor. Das ist halt das Schöne am Spiel. Es wird halt alles wieder zurückgesetzt, wenn man gestorben ist. Und man kann einfach nochmal wieder von vorne probieren. Sonst wäre auch ein bisschen doof. Wäre natürlich schön, wenn man das Ganze bis dahin verdiente Geld behalten könnte. Aber hey, so ist es halt. Von den Leveln gibt es aber noch ein paar mehr in dem Spiel. Und wie schon zu ganz zu Anfang gesagt, ich bin auch gar nicht sicher, ob ich es überhaupt komplett durchspielen werde. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht. Da muss man auch mal schauen. Aber ich denke mal schon. Wenn es natürlich auch sehr viele Level geben wird, wo ich dann häufiger sterben werde als hier. Aber dafür dann eben auch nur eins pro Ausgabe, pro Folge. So, so. Ach, diese blöden Schippe da. Bereite dich vor. Und hier war das, ne? Ja, genau. Gucken wir gleich mal. Ein bisschen schneller machen hier. Hopp, hopp. So. Ich glaube, ich weich da gleich mal am Rand aus. So, kein Risiko eingehen. Das ist so die langsamste Geschwindigkeit, Bullet Time. Wobei, noch ein bisschen übertrieben vielleicht hier. Machen wir es mal hier. So, wo kommt man da am besten durch? Erstmal versuchen, vielleicht dieses Schiff hier wegzuschießen. Vielleicht klappt das ja. Zack, 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 zack. Oh, 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 oh. Lieber kein Risiko eingehen. Schön durchgezirkelt. So. Geht doch. Hopp. Hoi. Ah, das wird mir hier zu voll. So.
So, langsam reicht's mir hier nämlich. So. Zack. So, kommen wir nun zum Mutterschiff. Oh, oh, oh. Rakete. Hier muss man wirklich nur ein bisschen auf diese Raketendinger aufpassen und dann einfach draufhalten. Es lädt sich auch wieder so ein Rakete bisschen selbst auf, das Ding. Ist aber, wie gesagt, mit den Waffen problemlos zu besiegen. Wenn man sich nicht treffen lässt. So. So. Da zieht sich ein Stückchen zurück. Macht aber überhaupt nichts. Rakete erkannt. So. So. Und dann war es das dann auch schon mit dem Mutterschiff. Unspektakulär. Ja. Aber gut. Oh, Piratenbasis. Okay. Gucken wir doch mal. Munition ist auf jeden Fall noch ausreichend. Nach den Schiffen. 60. 60 und 3. Ist der Firestone? 66 und 5, das ist ja der, den ich habe. Er ist auch süß, 25. Aber eben mit der kleineren Hitbox. Hm. Gute Frage, gute Frage. Na. Ich weiß nicht, ob die... zu 1. Der hat ja genau 5 und 1. Naja. Ich könnte natürlich auch mal so ein kleines riskieren mit nur 3. Ja. Das ist natürlich. Glaub mal fast, ich riskiere einfach mal ein bisschen was. So. Wie sieht's denn hier mit der Bewaffnung aus? Da kann man noch einen reinstecken. Ja, oder auch nicht. Gut, keine Kohle mehr. Bisschen umstrukturieren hier. So. Und dann würde ich mal sagen, sag die Zeit. Doch, einen machen wir noch. Bereite dich vor. Auch nett. Boah. Gucken wir gleich mal. Dass er noch ein bisschen aufgerüstet wird, das gute Teil. Rakete erkannt. Ja, ja, ja. Das sind dann nachher die Raketen hier, sind nachher so das Einzige, wo man darauf achten muss, wenn man sich das Schutzschild geleistet hat. Wow. Rakete erkannt. Bin aber auch ein Schisser heute. Ja. Rakete erkannt. Da kommt dann eine etwas dickere Rakete angeflogen. Weg ist weg. Yay. Ach. Bereite dich vor. Ich glaube ja. Ja. So. Weiter. Das lädt sich aber wieder auf. Was kostet denn das Schutzschild? Kann ich mir natürlich nie leisten, ganz klar. Egal, versuchen wir trotzdem. Bereite dich vor. Ich bin noch nicht überzeugt, ob das eine gute Idee war mit dem Schiff. Rakete erkannt.
blöde Raketenwerfer immer. Rakete erkannt. Rakete erkannt, Rakete erkannt. Raketen. Eieiei. Vollladung. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Warum nicht? Was sonst? Ich treffe das Ding auch immer. So, blöde Raketenwerfer immer. Uiuiui, das wird wieder nichts, ich sehe das jetzt schon. So. Rakete erkannt. Ja, Rakete erkannt drüben. So. Der Raketenwerfer weg. Das Ding weg. Yay. Ausgewichen. Rakete erkannt. Da unten, da kommt sie schon. Durch dieses automatische Repariersystem bin ich zum Glück mal ein bisschen auf der sicheren Seite, weil sich die Höhenenergie wieder auflädt. Aber wenn da vier Raketen ankommen, da ist dann echt Essig. Rakete erkannt. Schon wieder. So. Rakete erkannt. Jetzt das Level hier durchhaben. Schießen da Rakete erkannt. Muss sich ja auch lohnen. Ja. Da kommen schon wieder Raketen angeschissen. Das ist doch doof. Rakete erkannt. Was erlauben die sich da mit Raketen um mich zu schießen? Da. Rakete erkannt. Ist aber langsam mal gut mit den Raketen hier. Da kommt wieder so ein Monstrum angeflogen da unten. So. Rakete erkannt. Eieieiei. Nix da Raketen hier. Hör auf mit den Raketen. So. Rakete erkannt. Jetzt ist aber langsam hier mal. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch unhöflich sowas. Hui. Komm, nicht so kurz vor Schluss. Ah. Ein Fünfchen. Aber durch. Na ja, gut. So, wie sieht's denn jetzt hier aus mit den Waffen? Das ist das. Und die kann ich ausrüsten gegen diese hier. Das bringt auch ordentlich Kohle, das setze ich doch gleich mal ein, hier das gute Stückchen. So. Gleich mal ein bisschen geupgradet. Okay. Ich könnte natürlich auch einfach den Motor verkaufen, weil, wie gesagt, den brauche ich eh nicht. Allerdings. Nicht den Verkauf. So viel gibt es da halt nicht für, das ist halt das Problem. So. Die sind soweit alle okay. Hier hinten die wieder komplett bestücken und dann passt das dann auch. Ein bisschen Öl reparieren. Zurück. Was man natürlich ganz dreist und frech machen kann, man kann einfach so die
Einstiegsmission einfach nochmal spielen. Bereite dich vor. Und einfach warten, dass sich da oben die Energie wieder auflädt. Ist natürlich so ein bisschen gemein, ein bisschen cheaten eigentlich, aber wenn das Spiel das anbietet, es nochmal zu machen, dann mache ich das so auch. Ist so, dass bei jedem Durchgang man weniger bekommt für das, was man tut. Entsprechend lohnt sich das dann irgendwann nicht, da noch Gegner abzuschießen, weil ihr seht irgendwie 7, 9, also gibt kaum was dafür noch. Aber hat halt eben den Vorteil, ohne da irgendwie groß was investieren zu müssen, kann man sich seine Hülle wieder aufladen lassen, um dann wieder frisch gestärkt in die neue Mission zu gehen. So. Ja, das bisschen Klimpergeld hier, da kriegt man echt nichts für. Du sollst einfach jetzt nur noch abwarten, bis es voll ist und dann einfach rausgehen. So. Da ist fast irgendwie das Nicht-Abschießen im Endeffekt günstiger als das Abschießen, weil die Energie für das oder die Munition für die Waffen muss man sich ja auch wieder kaufen. Das rechnet sich einfach nicht mehr. So. Darum heißt es einfach mal abwarten. Rakete erkannt. Na, passt das? Passt das? Natürlich nicht. So. Gut, fast wieder aufgeladen, aber ich denke, das ist ausreichend. So. Dann waren wir hier unten. Beim nächsten Mal geht's dann mit Aliens weiter. Tschö!